Hallo, Henriette. Komm rein. Jost Knapp und seine Familie sind gerade in eine neue, größere Wohnung gezogen. Doch schon jetzt fehlt es hier an Platz. Und im Keller wäre das eine Option? Der ist leider feucht. Ach, euer Keller ist feucht? Mhm. Ah, dann haben wir hier natürlich ein echtes Problem. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Wie Familie Knapp, viel zu viel Zeug, aber eben kein Platz. Da habe ich heute was. Wir bauen nämlich eine richtig tolle Erfindung auf, ein System, mit dem man den Wohnplatz wirklich effektiv nutzt. Und damit herzlich willkommen bei Einfach Genial. Außerdem weniger Verpackungsmüll, die Mehrweg-Pizzaschachtel und mehr Selbstständigkeit, der Teller, der beim Essen hilft. Jena in Thüringen. Obwohl die Mieten hoch sind und der Wohnraum begrenzt, hat die vierköpfige Familie Knapp eine bezahlbare neue Wohnung gefunden. Aber auf den 80 Quadratmetern all ihre Sachen unterzukriegen, ist schwer. Ein Problem, das viele Mieter kennen. Eine Erfindung soll helfen, mehr Platz und Stauraum zu schaffen. Das verspricht zumindest Hartmut Osmers. Da hinten ist unser Problem. Okay. Jede Menge Zeug. Und kein Keller. Der Keller ist nämlich feucht. Was machen wir jetzt damit? Ich habe für euch die perfekte Lösung dabei. Wir bringen das ganze Zeug unter die Decke mit einem neuen Deckenregalsystem. Dieses neue Regalsystem soll mit ein bisschen handwerklichem Geschick jeder leicht selbst aufbauen und damit den Platz unter der Decke sinnvoll nutzen können. Wenn es fertig ist, sieht es so aus. Keine einfachen Zwischenböden, sondern Regale zum Hoch- und Runterklappen. Entwickelt hat das System eine Bremer Firma gemeinsam mit skandinavischen Designern. Henriette und Jost werden das Regal heute zusammen aufbauen. Dafür brauchen die beiden verschiedene Werkzeuge. Nichts Spezielles, sondern das, was fast jeder Heimwerker zu Hause hat. So, jetzt haben wir alles hier, was wir brauchen, inklusive Werkzeug. Und wie geht's jetzt los? Wir fangen jetzt mit der Grundkonstruktion an. Die bringen wir an die Wand an. Bevor sich die beiden ans Werk machen, ist es Zeit für eine leckere Pizza. Die lässt sich auch Hendrik Single gern mal ins Büro liefern. Eine Zutat schmeckte dem Ingenieur dabei irgendwann aber nicht mehr. Der Karton. Er gehört in den Restmüll, landet aber im Papiermüll, wo er eigentlich nicht rein darf, weil er fettbehaftet ist und, ich sag mal, nicht recycelt werden kann. Solche randvollen Mülleimer nervten ihn dermaßen, dass er eine Mehrweg-Pizzaschale entwickelte. Die Idee? Die Plastikverpackung dient nur dem Transport. Der Pizzabote nimmt sie wieder mit. Lediglich eine Art Teller aus Pappe bleibt beim Kunden. Damit wäre einiges an Müll gespart. Damit sich seine umweltfreundliche Verpackung durchsetzen kann, muss Hendrik Pizzadienste von seiner Idee überzeugen. Heute präsentiert er sie der Filiale einer großen Pizzakette in Halle an der Saale. Hier werden täglich hunderte Pizzen gebacken und ausgeliefert. Natürlich in Einwegkartons. Thomas Kochmann, der Gründer des Pizzaservice, ist seit 3 Jahrzehnten im Geschäft und offen für Neues. Er hat sich bereit erklärt, für heute in seinem Laden auf Pappkartons zu verzichten und Hendriks Erfindung in der Praxis zu testen. Schön, dass du hier bist. Und das ist es. Das ist es. Das gute Stück. Genau das gute Stück. Das habe ich mal mitgebracht für euch. Ja, da sind wir natürlich gespannt. Wir haben wirklich schon viel diskutiert drüber. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das anfühlt in der Praxis. Sehr schön, ja. Sehr schön. Erster Test. Wie kommen die Mitarbeiter der Filiale mit der Erfindung klar, wenn die Pizza heiß aus dem Ofen kommt? Wenn hier Hochbetrieb ist, muss alles sehr schnell gehen. Für die Pizzabäckerin Yvonne scheint die Umstellung nicht allzu groß zu sein. Auch das Schneiden in der Schachtel funktioniert. Gut. Ja. Die Mehrwegschachteln lassen sich auch beliebig übereinander stapeln. Die oberste ist dann zugleich der Deckel. Mohammed hingegen schneidet die Pizza lieber erst auf der Pappe, bevor er sie verpackt.
geht auch ganz fix. Diese Pizza ist für einen Gast, der sie gleich in der Filiale essen will. Statt im Karton bekommt er sie in Hendriks Erfindung. Und wenn man sie geliefert bekommt, ich gehe gerade einmal da so ein bisschen zu dem Tisch, dann kann man die Pizza ganz bequem anhand der Laschen rausnehmen, hat seinen Teller für zu Hause und die Schalen gehen wieder zurück, beziehungsweise nimmt der Lieferdienst direkt wieder mit. Sieht gut aus, das spart eine Menge Verpackung ein, ne? 55% pro Pappkarton, um genau zu sein. Ich wüsste nicht, dass mir hier ein Karton fehlt. Im Gegenteil, der wäre mir ja im Wege. Das geht zurück. Dankeschön. Guten Appetit. Beim zweiten Test geht es um die wichtige Frage, ob die Pizza in der neuen Verpackung auch lange genug warm bleibt. Und dann tun wir die mal schön hier. Und dann können die ruhen. Für die nächsten 20 Minuten. Das ist die Zeit, die allein die Verpackung die Pizza mindestens warm halten muss. Ob das klappt, sehen wir gleich. Vorher begleiten wir den Pizzaboten. Er liefert die Ware jetzt in Hendriks Erfindung aus. Wenn sich seine Verpackung durchsetzen soll, muss sie schließlich nicht nur vom Lieferdienst, sondern auch von den Kunden angenommen werden. Und merkt man einen Unterschied oder ist es genau wie vorher? Abgesehen, dass der Lieferprozess jetzt ein bisschen anders abläuft. Also es ist halt erstmal eine Umstellung auf jeden Fall, keine Frage. Ich finde das aber cool, also vor allem der ökologische Gedanke dabei. Das ist sehr schön, dass man das Plastik wieder abgibt und nur die Pappe behält. Und an sich, ja, finde ich gut. Ich finde das toll. Es spart halt auch Materialien am Ende. Genau. Und Pizza schmeckt auch wie gewohnt. Also es ist jetzt kein großer Unterschied. Ist warm, keine frisch, knackig. Also sehr schön. Und man hat kaum Müll, denn die Mehrwegverpackung nimmt der Bote in der Regel gleich wieder mit. Zurück in der Filiale wollen wir aber jetzt wissen, wie gut hält die Erfindung die Pizza warm. 20 Minuten sind um. Für den Profi zählen jetzt harte Fakten. Rein optisch sieht man jetzt keine gravierenden Unterschiede. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. So, und jetzt geht es daran, das Allerwichtigste bei einer Pizza, dass sie immer heiß geliefert wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns zunächst mal anschauen, was haben wir jetzt für eine Kerntemperatur? 40,3, richtig? Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie die herkömmliche Verpackung temperiert ist. Also wir sind jetzt bei der herkömmlichen Verpackung bei 42,2, da tut sich nichts mehr, schwankt jetzt zwischen 42,1, das heißt, wir reden von einem Temperaturunterschied in der Kerntemperatur von 2 Grad Celsius. Marginal ist das. Am Ende des Testtages in Halle bleibt die Frage, könnte die Mehrwegverpackung den Karton tatsächlich verdrängen? Das kommt zum richtigen Zeitpunkt. Man muss jetzt Vollgas geben, dass man es auch rund macht, im sprichwörtlichen Sinne. Ja. Und dann gebe ich durchaus die Chance, dass das zukünftig auch ein Erfolg werden kann. Langfristig soll die Erfindung für den Pizzadienst kostengünstiger als Einwegverpackungen sein. Denn der muss nicht immer neue Kartons kaufen. Zurück in Jena bei Familie Knapp. Ein neues Deckenregal soll hier Platz und Stauraum schaffen. Henriette und Jost Knapp sollen die Erfindung jetzt ohne fremde Hilfe aufbauen. Und ich habe hier für euch noch mal ein Video, das könnt ihr euch noch mal anschauen. Laut Video soll der Aufbau ganz einfach sein. Zuerst müssen Schienen mit Dübeln und Schrauben an den Wänden befestigt werden. Also dann brauchen wir als erstes diese Leisten, um diese Löcher zu machen. Das sind sie nicht. Nee, hier, da, vielleicht. Warte mal. Ja, genau. Hier. Guck mal, das könnten die sein. Wasserwaage, haben wir hier. 5 cm, da bräuchte man jetzt hier quasi den ersten Strich, ja. Ja.
runterhalten. Henriette und Jost müssen die Schienen mit einem Abstand von mindestens 35 cm zur Decke anbringen. Dabei ist es egal, um welche Art von Wand es sich handelt. Das System hält mit den richtigen Dübeln an Gipskarton, Stein oder Beton. Also ein bisschen locker. Dann gebe ich dir das gleich runter. Oh, abgerutscht. Okay. Ups. Jetzt fest. So, jetzt haben wir unsere erste Schiene. Jetzt kommt der Verbinder. Jetzt kommt der Verbinder, denn genau das war der. Genau, der kommt da jetzt hinein. So. Und dann die nächste Schiene. Die nächste Schiene. So. Jawohl. Die Erfinder haben das Regalsystem für eine Deckenhöhe ab 2,40 Meter konzipiert. Es ist besonders für schmalere Flure oder Zimmer geeignet. Nach etwa einer Stunde sind schon mal die Schienen an der Wand. Jetzt hast du gesagt, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, jetzt kommen die vier Quertraversen von Schiene zu Schiene, damit wir nachher die Kästen einhängen können. Quertraversen heißt, das wird genau, unsere Schiene von links nach rechts. Das Video zeigt, wie es geht. Gucken wir mal. Das heißt, wir fangen einfach hier hinten an. Ich komme gerade so ran. Noch ein bisschen Hilfe. Noch ein bisschen, so würde ich sagen. Die Breite des Deckenregals können Henriette und Jost mit diesen flexiblen Teilen genau auf die Flurbreite einstellen. Drei Stück davon müssen sie anbringen. Jetzt haben wir richtig was geschafft, oder Hartmut, was sagst du? Ja, das sieht schon gut aus. Die Traversen sind drin. Das, was wir hier gemacht haben, das war so ein bisschen selbsterklärend. Aber hier braucht man schon ein bisschen Hilfe, ne? Also da muss man schon ziemlich genau in die Anleitung gucken. Aber zu zweit schafft man das ja, gut. Das denke ich auch. Rund 2,5 Stunden haben die beiden für dieses Grundgerüst gebraucht und sind bisher fast ohne Hilfe klargekommen. So, Hartmut, was kommt jetzt als nächstes? Jetzt packen wir oben die Module drauf. Die Module sind aber keine einfachen Zwischenböden, sondern Regale zum Herunterziehen. Dafür müssen laut Video zuerst sogenannte Gasdruckdämpfer eingebaut werden. Die kennt man vom Auto. Sie sind dafür da, dass der Kofferraum leicht auf- und zugeht. Auch bei den Regalen sorgen sie für ein abgefedertes Öffnen und Schließen. Henriette und Jost kommen gut voran. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Beim letzten Anbringen des Gasdruckdämpfers haben sie ein Problem. Der Befestigungsring lässt sich nicht richtig auf den Bolzen schieben. Jetzt hier noch mal ein Stück schieben. Warte mal, ich halte noch mal gegen. Soll ich euch mal helfen? Ja, bitte. Ja. Tja. Woran liegt es? Das geht uns die Übung. An dem Klick, ja, und die Übung. Problem gelöst. Jetzt können Sie die fertigen Regalteile einhängen. Mit bis zu 20 Kilogramm kann jedes dieser Elemente später belastet werden. Henriette und Jost bauen hier insgesamt 4 Module ein. Das System lässt sich aber mit mehr Regalen und Zwischenböden beliebig erweitern. Das weiß ich jetzt auch nicht. So, sind wir erstmal hier. Fest drin in der Schiene. Ja. Ja. Die ausklappbaren Regale können Sie gleich nach dem Einbau mit Elementen für einen Schuhschrank und mit einem Aufbewahrungssystem bestücken. Das soll für Ordnung unter der Decke sorgen.
das ist das Besondere an der ganzen Sache. Wir können hier die Schuhe drüber schieben, ungefähr 2, 4, 6, 8, 12 Paar und sind in der Decke verschwunden. Und ich komme jederzeit ran in einem von dem Raum oben, wo ich sie wieder runterholen kann. Und es ist nichts im Weg hier unten. Das und vor allem, es ist ja so, wenn man das nämlich hier eigentlich oben hat, dann würde man denken, man macht jetzt hier einmal drückt und dann kommt einem der ganze Schmutz quasi entgegen. Aber es ist nicht. Selbst hier ist Ordnung. Mhm. Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Es geht noch weiter. Wir sind noch nicht ganz fertig, nein. In den vorderen Teil der Konstruktion bauen sie jetzt noch einfache Ablageflächen ein. Eine aus einer Holzfaserplatte und eine aus Nylonbändern. Und hier hinten ist es fertig. So, jetzt hält es erstmal. Eine zusätzliche Beleuchtung ist nicht nötig. Durch das transparente Netz und die offenen Seiten kommt noch genügend Licht von der Flurlampe in den Raum. Super. Nach rund 5 Stunden hängt das fertige Deckenregal im Flur. Was sagst du? Ja, es ging wirklich gut hier vorne. Das war ja wirklich Kinderspiel fast. Aber da hinten war es schon stellenweise ein bisschen knifflig. Ja, aber eine Frage stellt sich noch so ein bisschen. Wie kommen wir da hoch, wenn wir jetzt irgendwas einräumen wollen und so weiter? Da habe ich noch was für euch. Dazu dient diese Leiter. Die hängt man beliebig am Regal ein, um hochzusteigen und kann sie auch platzsparend verstauen. Und hier an der Leiste aufhängen. Zufrieden? Ich würde sagen, top. Sehr schön. Dann warten wir jetzt auf deine Familie und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob ihnen das gefällt. Ich auch. Doch vorher besuchen wir für die nächste Erfindung die Elbland-Reha-Klinik in Großenhain. Hier bekommt Günther Schmidt gerade sein Mittagessen. Dankeschön. Ja. Gut, wie immer. Im letzten Jahr erlitt der 67-Jährige einen Schlaganfall. Sein linker Arm ist gelähmt. Fleisch und Kartoffeln mit einer Hand zu zerkleinern und zu essen, bereitet ihm oft Probleme. Häufig geht etwas daneben. Naja, man musste mehrmals am Tag das T-Shirt wechseln, weil das wirklich schwer war. Vor allem am Ende des Essens war es dann nicht möglich, irgendwas noch aufzunehmen. Die andere Hand kann man nicht helfen. Ist schon schwer gewesen. Und ist auch noch schwer. Ergotherapeut André Metzeroth trainiert mit seinen Patienten, damit sie den Alltag wieder meistern können. Auch das selbstständige Essen gehört dazu. Dieser flache Teller ist die Problematik, dass man Sachen über den Tellerrand hinausschiebt, dass die Soße gar nicht aufgenommen werden kann. Es ist halt unheimlich anstrengend, deutlich langwierigere die Essensaufnahme als beim gesunden Menschen. Die Problematik ist ebenfalls, dass man Sachen teilweise nicht durchschneiden kann. Besser soll das alles mit diesem Teller gehen. Erfunden hat ihn die Industriedesignerin Marie Rudeck. Auf die Idee kam sie, als der Vater eines Freundes nach einem Schlaganfall Probleme beim Essen hatte. Der Teller soll ermöglichen, jede Mahlzeit am Tag, morgens, mittags und abends ganz eigenständig zu schneiden. Damit einmal die Mobilität mit der Hand zurückgewonnen wird, damit die Freude im Alltag wieder etwas steigt. Auf den ersten Blick sieht der Teller ungewöhnlich aus. Doch alle Details haben eine wichtige Funktion. Die Zylinder sollen beim Schneiden die Gabel ersetzen. Auch die Schräge des Tellers und der hohe Rand auf einer Seite erleichtern das Essen. Durch die Zylinder schaffen wir, dass jede Art von Essen darin fixiert werden kann. Und, wir haben auf der Unterseite Silikon, damit der ganz wunderbar rutschfest steht. Ja. Die Rutschfestigkeit ist wichtig für Patienten wie Günther. Er kann den Teller beim Essen nicht festhalten. In ihrer Entwicklung hat Marie viel Wissen über die Alltagsprobleme von Betroffenen einfließen lassen. Der Einhandteller hat in der Mitte zwei schmalere Zylinder, damit dort auch mal Dinge aufgespießt werden können. Wir können jetzt zum Beispiel mal probieren, eine Mandarine aufzuspießen und zu schälen. Oh, das geht ja gut. Sehr schön. Wunderbar geht das. Also ich habe kürzlich eine Mandarine geschält. Ich habe mir ungefähr
Ich würde sagen, 80% des Aufwandes gespart. Jetzt soll Günther Schmidt den neuen Teller mit einer kompletten Mahlzeit ausprobieren. Marie serviert das gleiche Mittagessen, wie es zuvor auf dem Teller lag. Sie platziert das Fleisch und die Kartoffeln so, dass sie zwischen den Zylindern gehalten werden. Denn die hat sie extra für verschiedene Dinge unterschiedlich angeordnet. Wir haben diesen großen Bereich, wo große Stücke platziert werden können. Wir haben einen mittleren Bereich und wir haben diese zwei kleinen Bereiche. Und so können wirklich von einem größeren Stück Fisch oder Fleisch oder einem Käse bis hin zur kleinen Kartoffel können damit Dinge fixiert werden. Dann haben wir noch eine Soßenschräge eingebaut. Das zeige ich einfach mal. Das heißt, dass Soße, auch wenn die ein bisschen flüssiger ist, tendenziell immer in dem hinteren Bereich bleibt und das Gemüse und die Bohnen, die können mit Hilfe des hohen Randes einfach aufgenommen werden. Soweit die Theorie. Ist schon ungewohnt, dass das Fleisch an einer bestimmten Stelle liegt und liegen bleibt. Ansonsten wandert es immer auf dem Teller hin und her. Die Kartoffeln schneiden sich auch im ersten Versuch. Liegt fest zwischen den Noppen. Und eben das Schöne ist der hohe Rand, an dem man abschieben kann. Also man sieht ja hier bei Günther, dass es deutlich besser funktioniert, dass wir ihn eigentlich alleine lassen können. Man kann das Essen wieder selbstständig tatsächlich genießen und man hat einfach wieder Zeit für auch Gespräche vielleicht zwischendurch, weil man einfach nicht mit dem Essen beschäftigt ist. Die Klinik in Großenhain ist nicht die erste Einrichtung, in der Marie ihren Teller präsentiert hat. Das Feedback ermutigt sie, mit ihrer Idee auf dem richtigen Weg zu sein. Ich bin jedes Mal sehr glücklich, wenn ich merke, dass wieder ein Mensch mehr sich freuen kann, mehr Eigenständigkeit zu haben. Maries Teller hat eine Hilfsmittelnummer. Er kann vom Arzt verschrieben und über die Krankenkasse abgerechnet werden. Zurück in Jena. Ob sich die Arbeit von Henriette und Jost gelohnt hat, das soll nun der Rest der Familie beurteilen. Na? Ja, da kommt erstmal rein. Oh. Hallo. Hallo. Na? Hallo, Henriette. Ja, na, hallo. Cool. Was sagst du? Wie gefällt's dir? Ist gut, ist vor allem auch hell, also ist nicht so. Komm nicht durch, ist gut. Hattest du so ein bisschen Angst, dass es zu dunkel wird? Ja. Weil genau hier oben drüber die Lampe ist. Ja. Hatten wir ehrlich gesagt auch. Ja. Ich bin total froh, dass es jetzt so geworden ist. Aber schön, wenn es dir gefällt. Ja, wirklich gut. Können wir jetzt mal ausprobieren, ob wirklich alles reinpasst? Helft ihr mit? Wollen wir mal einräumen? Ja. Gucken wir mal. Willst du mir Schuhe nehmen? Nimmst du die Schuhe? Nein. Nimmst du? Okay. Das ist meine. Aber das sind wahrscheinlich deine, oder? Ja. Das. Warte, nimmst du Clara mit hinterher. Guck mal, geh mal mit zur Clara. Schuhe da kannst mit? Du den. Sehr gut. Ich möchte nicht im Schuhregal hängen. Boah, geschafft. Oben noch. Wo kommt denn der Ball her? Hä? Da, Guck mal, die kommen jetzt hier oben rein. So. Schön daneben gelegt. Wunderbar. Alles weg. Du hast dein Versprechen gehalten. Ja. Alles ist verstaut. Und wer braucht schon einen Keller, wenn er sowas hat, oder? Wunderbar. Ja. Wir haben hier sozusagen Platz gemacht und machen jetzt auch nochmal richtig Platz, nämlich für die Umschau. Wir sehen uns aber nächste Woche schon wieder bei Einfach Genial.